Schülerinnen, hier spricht eure Rektorin Miss Delilah Strict. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Tag hier an unserer großartigen Enrico Fermi High School. Zu Ehren unseres Patrons und Namensgebers Enrico Fermi, dem von uns allen verehrten Vater der Atombombe, werden wir heute unseren 9. Tag des Nuklears feiern. Ich muss zugeben, dass ich persönlich schon richtig aufgeregt bin und es kaum noch erwarten kann, mir eure Arbeiten für diesen wundervollen Tag anzusehen. Das ist alles. Spaß. Merkt ihr den Pythagoras? Matheformeln, die ich hasse. Ginger? Ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Sehr schön, Ginger. Ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Mädchen! Immer schön kräftig schlagen. Und vergesst nicht, ein nuklearer Angriff ist keine Entschuldigung für... Eischnee, der läuft! Nur ein neuer Tag, schon wieder so ein Tag. Straßenhütchen, ich schwör's euch! Die sind so spitz wie Straßenhütchen. Ehrlich? Ja! Halt den Rand. Guten Morgen, Gentlemen. Guten Morgen, Miss Strict. So, dann lasst mich mal eure Arbeiten bewundern. Wie lautete die Aufgabe? Gewehrschränke für eine ruhige Zukunft. Exakt. Exzellent. Unglaublich. Männlich. Und vergesst nicht, ein nuklearer Angriff ist keine Entschuldigung für... wackelige Stützbretter. Hey! Gut. Was haben wir denn hier? Johnny Warner. Ich bin erst letzte Woche hier versetzt worden. Ich weiß, wer Sie sind. Mr. Warner, ich möchte Ihr Projekt sehen. Bogenschützen! Bogenschützen, Mr. Warner, das ist lächerlich! Ich dachte, wir hätten uns bei dem Projekt auf... Gewehrschränken für eine ruhige Zukunft! Geeinigt! Ja, also... Mr. Warner, ich weiß, Sie sind neu an dieser Schule. Aber auch Sie werden sich bei mir am Riemen reißen und sich bei uns einfügen. Haben wir uns verstanden? Jungs! Morgen so früh aufstehen, ich komm kaum in Fahrt. Strategien aus brennendem Krieg, Algebra und Baseball-Sieg. Mädchen, auf die ich so flieg. Dann zieh vorbei. Nur ein neuer Tag, schon wieder so ein Tag, auf Enrico Fermi High. So, Mr. Warner, und jetzt machen Sie sich an dieses Gewehrschränkchen. Oder wir zwei sehen uns zum Nachsehen nach der Schule. Mr. Warner! Ja! Es geht doch! Nur ein neuer Tag, schon wieder so ein Tag, auf Enrico Fermi High! Heute ist die Physikklausur! Ich weiß, Candy! Oh Gott, dieser Mr. Taylor ist so ein Messenfresser! Ich bin so aufgeregt, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan! Ist ja nichts übersehen! Ich habe meine Fingernägel total abgekaut! Wollt ihr mal sehen? Nein! Hey, Toffee, ich hab Chuck letzte Nacht im Burger Palace gesehen. Mit Sheila. Sheila? Na, du weißt schon, Sheila. Zu viel Make-up und zu wenig Unterwäsche. Oh. Ah. Hey, glaubt ihr wirklich, dass das eine angemessene Unterhaltung für die Schule ist? Krieg dich ein. Reg dich das auf? Das mit Chuck meine ich. Also mich wird's ja wahnsinnig machen. Also meine Fingernägel würden ja... Nein, das ist okay.
Es war sowieso nichts Ernstes. Ich meine, es war bestimmt nicht die wahre Liebe. Du, wann weiß man denn, wann es die wahre Liebe ist? Weiß ich auch nicht, aber wenn es passiert, sag ich Bescheid. Alles klar. Morgen so früh aufstehen und das Tag für Tag. Vorsichtig, wer Streberjagd, Schulversammlung, Weltvertag. Schulorchester pumpt den Platz, als sie vorbei. Schon wieder so ein Tag, auf Enrica Fanning High. Mr. Warner, es ist mir nicht entgangen, dass Ihrem Namen auf Ihrer Jacke ein Buchstabe fehlt. Ich weiß. Ich nehme an, es handelt sich um einen Schreibfehler. Nein, ich buchstabiere mich ohne H. John ohne H. Warner. Halten Sie das für klug? Einen guten christlichen Namen derart zu verstümmeln? Ich dulde so etwas nicht. Ändern Sie das. Ich denke, ich möchte auf das H verzichten. Oh. Nun gut. Wenn das Ihre Entscheidung ist, Sie sollten nur wissen, dass ich hier an meiner Schule nicht von Rebellen halte. Rebellen, Johnny! Und diese wirklich ohne H! Wow! Du bist ja so cool! Rebellen auch ohne H! Ja, Rebellen auch ohne H!